warum sie ihre neue Single China in Her Eyes genannt haben. Wollten ihm eigentlich Jacqueline Bisset oder Claudia Cardinale freundlich zulächeln, aber die haben wegen der rechtsgerichteten Haider-Regierung dankend abgelehnt, trotz üppiger Gage und obwohl sie schon die entsprechenden Verträge unterschrieben hatten. Aber Lugner betont, dass Nadel keineswegs dritte Wahl wäre. Sonst hätte Dieter sie ihm ja wohl auch nicht, wenn auch nur für einen Abend, überlassen. Was Dieter sonst noch so in der Pipeline hat, erzählt er euch jetzt selbst. In über 50 Ländern auf allen Kontinenten toppten ihre Platten die Charts. Im Laufe ihrer Karriere heimsten sie unzählige Gold- und Platin-Auszeichnungen ein. Inzwischen genießen sie Kultstatus, das erfolgreichste Duo der europäischen Musikgeschichte, Modern Talking. Jetzt legen Dieter und Thomas mit Year of the Dragon ihr 9. Album vor. Die Vorab-Single China in Her Eyes sowie der dazugehörige in Hongkong gedrehte Videoclip zeigen deutlich, Dieter und Thomas sind offensichtlich auf dem Asientrip. Ich hatte so das einfach das Gefühl, irgendwie, dass das hip werden könnte jetzt im neuen Jahrtausend. Und ich muss also, wenn ich im Viva gucke, feststellen, dass also ganz, ganz viele Videos jetzt in diese Geschichte auch so ein bisschen behaken. Für das Thema Asien entschied sich Dieter aber auch aus anderen ganz persönlichen Gründen. Ja, ich meine, Asiaten, das ist, fanden wir irgendwie ganz gut. Die haben ja hübsche braune Augen und da stehe ich ja drauf. Thomas und Dieter. Inzwischen sind die beiden im Musikgeschäft richtig alte Hasen. Bereits in den 80ern machte sie ihr ganz eigener, unverwechselbarer Modern-Talking-Stil zur erfolgreichsten deutschen Band des Jahrzehnts. Nicht so gut liefen die anschließenden Soloprojekte der beiden. Thomas zog nach Amerika, versuchte dort ohne Dieter sein Glück und scheiterte. Seine Soloplatten wollte niemand hören. Dieter rief in Deutschland die Band Blue System ins Leben. Die hatte zwar einige Charterfolge, konnte aber nicht an die ruhmreichen Zeiten vergangener Modern Talking Tage anschließen. Der Erfolg der Modern Talking Wiedervereinigung von 1998 bewies, die Leute mögen Thomas und Dieter, vor allem im Doppelpack, und lieben den typischen Modern Talking Party Sound. Dass der über Jahre relativ unverändert blieb, macht wohl den heutigen Erfolg der beiden aus. Ich finde, das ist wichtig für jeden Künstler, dass man ihn wiedererkennt, weil wenn man irgendwie Radio anmacht und man fragt sich, wer ist das, und man erkennt ihn nicht wieder, das ist einfach sehr schlecht. Also deshalb muss man jeden und in dem Fall auch uns wiedererkennen. Modern Talkings anhaltender Erfolg ist wohl nicht zuletzt Dieter Bohlen und seiner Erfahrung als Songwriter und Produzent zu verdanken. Dieter schrieb in den 80ern beispielsweise den berühmten Chris Norman-Hit Midnight Lady und machte sich auch sonst einen Namen als Entdecker neuer Talente. So wurde die Sängerin Cece Catch unter seinen Fittichen zum Star und landete mit seiner Hilfe zahlreiche Top-10-Hits. In den 90ern brachte Dieter die Jungs von Touché chartmäßig an den Start. Auf Modern Talking drückte er musikalisch den typischen Bohlen-Stempel auf. Angesichts seines Erfolges gibt sich der studierte Betriebswirt aber ganz bescheiden, denn Dieters Erfolgsrezept ist eigentlich ganz einfach. Ganz viele Leute kaufen unsere Platten und deshalb sind wir erfolgreich. Ja, ich meine, also unsere Musik ist natürlich irgendwie sehr kommerziell. Und ich hatte gerade mit Leuten jetzt gesprochen in dieser Woche, die mir sagen, ja, ich habe die Nummer einmal gehört und die ging mir nicht aus dem Kopf. Und wir haben es eben oft, glaube ich, so hingekriegt, so Ohrwürmer zu machen. Und die kann man bald live erleben, denn Thomas und Dieter ruhen sich nicht auf ihrem bisherigen Erfolg aus, sondern sind schon kräftig dabei, ihre nächste Tour vorzubereiten, die im Mai starten soll. Da sind wir jetzt richtig am Arbeiten und am Konzipieren, wie die Bühne auszusehen hat. Auf jeden Fall wird es irgendwas Asiatisches sein.